Hello and welcome back to the Authentic Bros Home. Filmt das scheiße oder filmt's nicht, Mann? Dann sprich es richtig aus, du Arschloch! Er ist beleidigt. So. Wir machen uns ein bisschen Teigwaren. Ein bisschen Spaghetti. Mit Tomatensauce. Das Apero. Apero. Heute wird ein Cheat Day. Respektive unser Cheat Meal mal gefilmt. Und was gibt's noch so? Wollen Sie es schon zeigen? Nein. Okay. Selbst schon. Hast du Hunger? Ja, Mann. Fuck. Also morgens gab es eigentlich ein Müsli, war ziemlich zu clean. Ja, das war noch nicht cheaten. Das war nur so, good morning, feel free, iss was du willst, Müsli. Jetzt kommt Spaghetti, so der Einleiter in dem Cheat, weil die Soße so richtig räudig und fettig ist, richtig geil. Und dann abends, Leute, lasst euch überraschen. Ab 18 Uhr werden die Handys ausgeschaltet. Sind wir nicht mehr erreichbar, dann geht es los und ihr werdet dabei sein. Komma fressen beginnt um 18 Uhr. Komm, hä? Fokus. Hier haben wir Pizza, Teig, Bio. Was noch? Just wait, du grusiger Stück. Siehst du, wie am Putzen, Mann? Ja, putz, du grusiger Hund. Mach mal etwas. Hast du morgen wieder morgen frei? Gym frei? Nein. Also. Morgen mache ich dich zum ersten Mal Battle. So richtig kaputt. Oh. Destroy. I destroy. Du destroy me. You come in. Was machst du? Das kommt wieder rein. Gib mir das. So sieht das aus, wenn Antonio putzt. Hier ist es noch dreckig. Hier ist es dreckig. Da ist es dreckig. Gut gemacht. Thank you. Well done. Hey, thank you. Nein, thank you. Thank you very much. What are you doing? I maybe a pizza. You maybe a pizza? Maybe a pizza. Okay. You maybe a pizza. You pizza? You maybe a pizza. Gib mir das Glas. Da ist es. Ist das gewesen? Ja. Komm, er soll rund sein. Ich will eine runde Pizza. Du willst aha, eine runde Pizza? Du willst also eine runde Pizza? Da, warte, wie hieß das? Ein Italiener. Ja, ja, aber ich habe nie gesagt, dass ich Pizza machen kann, denn das kann ich definitiv nicht. Man sieht's. Stretch it, come on. Das kannst du ja sonst so gut. So sieht unsere Kreation aus, Leute. Die Light-Version, die erste von drei Pizzen. Oh ja. Yeah. Also nichts Spezielles, einfach nur so ein Apero. Für den Magen jetzt mal so ein bisschen anzuregen. Und let's enjoy this fucking pizza. 50-50? Ja, ja. Okay.
erste Pizza weg. Und jetzt kommt die zweite Pizza. Ich habe hier den Teig schon vorbereitet. Und was jetzt hier alles raufkommt, werdet ihr dann sehen. Das verrate ich jetzt noch nicht. Das wird eine Überraschung. Ich bin gespannt, wie das Endresultat sein wird. Wir haben jetzt sehr viel Arbeit vor uns. Aber ich hoffe, es lohnt sich. Und we will see. Hier nochmal the beginning und so etwa in 30-40 Minuten wird das Resultat vor uns liegen. Let's go. Ja, beruhig dich. Hast dir Zeit, musst nicht stressen. Oh Mann. Bin gespannt, wie das kommt. Es wird gut. Okay, Leute. The moment of truth. Step 1. Scheiße, Mann, ich fühl's groß. Scheißegal, es geht schon. Step 1. The egg. Step 2. Was ist das? Das ist so ziemlich drauf. Das Weiß aufs Weiß aufs Weiß. Das ist das Frühstück. Nicht zu viel. Das Mittagessen. Oh shit. Fail. Oh Gott. Zum Schluss das Abendessen. Nicht zum Schluss. Okay, Leute, wir hatten gerade einen sehr lustigen Zwischenfall. Irgendeine Person dachte wohl, es sei lustig, zu uns nach Hause auf meinen Namen eine Pizza zu bestellen. Mit ekelhaften Belegen. Und jetzt mussten wir da 5 Minuten reden und unsere Pizza stehen lassen. Aber jetzt geht's weiter. It's going on, man. So, für ein paar Minuten. Hast du dein Handy? Mhm. Schnell auf die Uhr schauen. Timer setzen. 7 ab. 2-3 Minuten. What you think? 2 Minuten. Dun, dun, dun. So, Leute. The Authentic Bros. Special. Special Edition Pizza. Wir haben noch kein... For the real games. Wir haben noch keinen offiziellen Namen für diese Pizza. Gebt uns doch mal eure Ideen dazu. Ja, vielleicht noch der Grundgedanke wäre eigentlich gewesen, in der Mitte das Frühstück, dann Mittagessen, dann Abendessen und dann das Dessert. Die Pizza ist ein bisschen zu klein, damit man es schön präsentieren kann. Man isst ja von innen nach außen und so ist es eine 4-Gang-Pizza. Und ja, ich bin gespannt, wie sie ist. Was meinst du? Sie schaut gut aus, also ist mein Geschmack. Wie sie wirklich schmeckt, erfahren wir gleich. Aber wenn nicht testet und ja, man muss einfach Sachen riskieren. Oh ja. No risk, no fun. Ja, das wird jetzt eine Herausforderung. Fuck, Mann. Machst du den Geschmackstest? Das machen wir gleich dort. Auf Gabel und Messer. Look at this.
Ja. Ist sie heiß? Mhm. Ja, weißt du was? Look at this! So Leute, ich befinde mich hier in der umgekehrten Koma-Stellung. Antonio ist noch da hinten. Wie fandest du die Pizza? Ich fand sie ganz, ganz gut. Nicht etwas, was ich jetzt muss sagen, oh yeah, Porno, yeah. Ich fand sie nur gut. Die kann man noch wirklich... Verbesserungsfähig. Sehr, sehr verbesserungsfähig. Aber ich fand zum Beispiel den Geschmack mit dem Ei, Bohnen, Speck einfach geil. Und je mehr, dass du... Ja, es fehlt dann noch Salz. Aber sie war okay. Also. Also fürs erste Mal... Das erste Mal ist ja oftmals noch nicht das Beste. Ich würde mal sagen, wir müssen uns noch mal überlegen, so die ganze Aufbauart, aber das Ei, Rührei wäre vielleicht besser. Zum Beispiel? Rührei mit dem Speck zusammen, dann haben wir auch mehr Platz für den Rest. Zum Beispiel Speckwürfel? Ja, wäre besser. Haben wir uns ja noch überlegt. Aber was ich sagen muss, ich kann ja sonst sehr viel Pizza essen. Aber dieses Stück, diese Hälfte, hat mich ziemlich gesättigt. Oh fuck, man. Und wir haben noch eine Menge vor uns, Leute. Oh shit. So Leute, jetzt das lang erwartete Dessert hat meine Mutter extra für uns gemacht. I love you, Mom. Und was ist es? Ja, den Kokosnuss-Nutella-Tiramisu. Ich habe richtig verstanden. Kokosnuss-Nutella. Darauf jetzt noch schön die Kokoskapseln. Und dann heißt es Koma-Stellung, sei willkommen. Denn dieses Monster hier ist nur für mich und Eda. Und wir werden ihn richtig fertig cheaten. Und so Leute, ich denke, der alleine hat ja 4000 Kalorien. Sonntagabend 10 Uhr, ich bin noch am Arbeiten. Look at that beast. Du hast so viel verpasst, mein Fuck, Mann. So viel verpasst. Ja, scheißegal, Arbeit geht vor, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich gecheatet. Komma! So. 14 Tage kein Training, gains all fucking lost. Ohne Bits sind richtig lost. I don't care. Ist dir. Ansage. Und zwar folgendes: Military Press, Bankdrücken, Deadlifts und Squats. Battles. Ich gegen das. Das hatte ich schon mal fertig gemacht. Was? Der Bock Mann. Im Training. Sonne und das Spike an der Bahn. Sonne Scheiße. Strong man. Cheater läuft, Teller kochen und Tiramisu um. Gib ihm! Look at this, Leute. Look at this, man. Oh, Scheiße. Brother Green. Amigo. Und Leute, das haben wir noch vor uns. Bis Mitternacht ist der weg. Dieses Monsterstück. Scheiße. Nur dieser hier. Oh, gut, ich zieh mit, komm. So Leute, es geht weiter mit dem Cheat. Some greens. Nein, wir sind immer noch am Nutella Tiramisu.
Dead Feasting. Wie geht es dir? Fuck, man. Ja. Look at this. Look at this. I think two slices on there. Coma modus on. Wait, tell me it doesn't just sex if I... It sex the vibe, then that's for sure. This is gonna really sex. Just a little bit of tomato, a little bit of red onion, a little bit of lettuce. Top. Alright, Rick. Top. Hell yeah. Amigos. Tony, wie geht es dir? Ach, ich hab... Ich fucked up. Was? I'm fucked up. Oh, ich habe so Bauchschmerzen, aber... Du glänzt ein bisschen. Es lohnt sich, ich liege hier und ich schwitze. Ich schwitze. Ich bewege mich nicht mal und ich tropfe schon mal. Oh. Oh, shit. Ich habe vorhin eine SMS geschrieben und oh, es war richtig Mühe. Oh. Ja. Und dir geht's gut? Ja, ich habe noch einiges vor mir. Also ich habe ziemlich Gas gegeben mit Essen, Tiramisu, denn ich muss danach mal schlafen gehen. Du schläfst jetzt schon. Oh, ich muss morgen um 6 wieder auf für die Arbeit. Look at them sweat. Oh. Adios, amigos. Huer am Arsch, man. Oh. Alright, Leute. Es ist jetzt gleich 2 Uhr. Antonio ist schon am Schlafen seit ca. 2 Stunden. Ich habe jetzt noch alles weggeputzt. Ich bin am Arsch. Jetzt heißt es schlafen gehen, morgen früh aufstehen, Personal Training, dann Skype Session und dann Leute, kann ich endlich wieder trainieren nach 2 verdammten Wochen Zwangspause. Ich freue mich wie ein Kind. Ja, ich bin so aufgeregt, könnte man eigentlich sagen. Und ja, mir geht es eigentlich soweit gut. Der Hals ist immer noch irgendwie geschwollen. Ich habe zwar keine Blutungen mehr, aber who cares? Ich lebe noch und es geht weiter, Leute. Offseason bis 2016. Besten Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Adios. Amigos.